Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Natalia Pastuchova, Partnervermittlung Ukraine Natalia. Wir werden weitere Themen besprechen und ich freue mich weiter auf Ihre Fragen und interessante Anregungen, die Sie mir stellen. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon für die Kommentare, die Sie mir schreiben, weil dadurch bringen Sie mich auf die weiteren spannenden Themen und Fragen, über die wir gerne sprechen und die Sie gerne hören wollen. Jetzt geht es um die Frage, ob die Frauen wissen, dass sie die Ukraine verlassen werden. Die Frage ist sehr spannend und fast jeder Mann interessiert sich dafür, deswegen ist es wichtig, darüber etwas zu sprechen. Für die Frauen, die sich bei uns melden, ist es selbstverständlich bekannt, dass wir eine deutsche Agentur sind. Wir befinden uns in Deutschland und seit 17 Jahren sind wir in Deutschland als Partnervermittlung angemeldet. Und die Frauen stellen uns selbstverständlich Fragen, aus welchen Ländern kommen denn unsere Kunden, Männerkunden. Und selbstverständlich berate ich die Frauen genauso wie sie auch. Und die Antworten, die ich gebe, das sind selbstverständlich auch deutschsprachige Länder. Und die Männer, die aus Österreich, Schweiz, Luxemburg und Deutschland kommen, werden unsere Kunden. Mit denen kann ich Deutsch sprechen und das war eigentlich der Grund, warum habe ich mich auf diese Länder konzentriert. Das ist immer noch Europa, für die Frauen ist das nicht so weit weg. Die kommen schnell kommen und gehen, die kennen sich mit Mentalität und so gut, dass es eigentlich sehr gut funktioniert. Da gibt es keine riesengroßen Unterschiede, wo man sagt, das geht nicht. Doch, das geht und das geht sehr gut. Es gibt immer wieder kleine Sachen, aber da besprechen wir und deswegen unterstützen wir Sie, damit diese kleinen Missverständnisse nicht dann auf dem Weg stehen. Also den Frauen ist es selbstverständlich klar und bekannt, aus welchen Ländern wir unsere Kunden haben. Deswegen sind die Frauen auch informiert, wenn es zum glücklichen Kennenlernen kommt und die Frauen ihre Liebe finden, in welches Land kommen sie später wohnen, leben. Die Frauen fragen tatsächlich, ob es zum Beispiel Männer aus Frankreich gibt bei uns oder Spanien. Dann sagen wir natürlich eindeutig nein. Und wir sagen den Frauen ganz klar und deutlich, wenn sie sich bei uns anmelden, dann müssen sie für den Umzug nach Deutschland, Schweiz oder, Österreich, Luxemburg bereit sein. Welches Land von diesen vier Ländern kommt, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, als ich meinen Mann vor vielen, vielen Jahren kennengelernt habe, den deutschen Mann, habe ich mir überhaupt nicht vorgestellt, in Deutschland zu wohnen oder Schweiz zu wohnen. Der war ein Deutscher und deswegen war für mich klar, dass wir nach Deutschland umziehen, weil der war nicht bereit, in die Ukraine zu ziehen. Deswegen sage ich auch den Frauen, unsere Kunden sind meistens nicht bereit, in die Ukraine zu gehen. Deswegen müssen die Frauen bereit sein, die Ukraine zu verlassen. Sonst auf diesen Fall, der bei uns passiert tatsächlich, wir haben vielleicht so einmal in zwei Jahren, dass einer Mann aus Westeuropa in die Ukraine zieht zu der Frau und dann sind sie glücklich und wunderbares Leben führen zusammen in der Ukraine. Auf diesen einzelnen Fall zu hoffen, dass es bei dir passiert, brauchen sie nicht, sage ich den Damen. Deswegen müssen sie natürlich sich einstellen und bewusst die Entscheidung treffen, wollen sie sich bei uns anmelden oder nicht. Deswegen machen sie sich keine Gedanken, ob die Frau bereit ist, die Freunde, die Familie und das Land zu verlassen oder nicht. Ja, die ist bereit. Und diese Gespräche haben wir mit den Frauen schon deutlich besprochen und klargestellt. Und wenn die Frau sagt, ja, das ist ja kein Problem, ganz im Gegenteil, da habe ich noch Vorteile vielleicht, wenn ich durch mein Land wechsle, dann ist das eigentlich sehr schön und dann gibt es keine Missverständnisse. Und wenn die Frau irgendwann, vielleicht treffen sie dann immer wieder, gibt es solche Fehler, wo die Frau sagt, ach weißt du, du bist ganz netter Mann, aber ich bin irgendwie doch nicht bereit, nach Deutschland umzuziehen und ich glaube, ich bleibe doch in der Ukraine. Dann sage ich Ihnen noch einmal, dann ist das wirklich der Fall, wo die Frau nicht getraut hat, Ihnen zu sagen, dass irgendwas ihr nicht gefällt. Und deswegen hat sie das als harmlose
Absage ausgedacht, wo sie gedacht habe, damit kann sie nicht verletzen. Ne? Aber das habe ich schon in einem anderen Video erklärt. So, wie gesagt habe, wenn Sie dann weitere Fragen haben, schreiben Sie in den Kommentaren, lese ich gerne, beantworte, und das natürlich bringt mich dann auf die weiteren interessanten Ideen, andere Videos, andere Themen zu besprechen. Abonnieren Sie unseren Videokanal, da verpassen Sie neue Videos nicht, und ich bedanke mich für Ihre Likes und Kommentare. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich, Sie zu begleiten, oder ich freue mich, wenn Sie auch Ihr Glück bald finden.